Kapitel 10. Die Begegnung. Und du bist dir wirklich sicher? Die Sonne strahlte Absol ins Gesicht, als er aus seinem Versteck trat. Auch beim dritten Mal fragen bin ich das, ja. Machst du dir etwa Sorgen um mich, Flamme? Wir brauchen dich für die Mission. Wenn wir einen Tag zu lang warten, ist das besser als einen zu früh aufzubrechen. Und am richtigen Tag aufzubrechen ist das Beste. Also kommt, wir haben gestern schon abgemacht, dass wir heute aufbrechen. Rund eine Woche war inzwischen vergangen, seitdem die Brüder aus dem Wald auf Vulnonas Schüler gestoßen waren. Solls Zweifel waren zwar nicht geschwunden, aber sie hatten die Woche gut überstanden, das musste auch er einsehen. Mehr als Flamme einsehen wollte, dass Absol die Reise zu Vulnona für den heutigen Tag angesetzt hatte. Das Vulpix ließ sich schlicht nicht überzeugen. Aber Absol sich auch nicht umstimmen. Komm schon, Flamme! Du kennst dich ja wohl gut genug mit Verletzungen aus, um zu sehen, ob ein Pokémon überhaupt welche hat. Es wird Zeit, dass wir diesen Teil der Reise hinter uns bringen und in Omegons Heimat gelangen. Überstimmt und auch im Bewusstsein nicht wirklich im Recht zu sein, lenkte Flamme ein. Vulnona lebte an der Spitze des Eisberges. Ansonsten müsste die kleine Gruppe wohl nicht weit genug wandern. Der Weg würde noch rund 2 Stunden vom Versteck ausdauern. Den Plan hatten die drei bereits in der vorigen Woche festgelegt. Den Rest der Zeit geschah eigentlich nicht wirklich etwas. Flamme versuchte sich die Zeit damit zu vertreiben, ihren unfreiwilligen Gastgeber kennenzulernen. Zumindest hatte Sol den Eindruck, so wenig er darauf achtete. Aber Sinn machen tat es. Ansonsten hätten die Brüder ja mal einen ähnlichen Gedankengang gehabt. Je länger die Reise ging, desto eher wünschte Sol sich, dass sie bald enden würde. Als hätte ein Moment alles geändert, schien seit dem Aufbruch aus ihrem Dorf alles anders zwischen ihm und Flamme. Sein Bruder war ein völlig anderes Pokémon. Früher hatten sie manchmal ihre Uneinigkeiten, aber seitdem, sie waren sich noch nicht einmal einig gewesen. Und gerade nun mit diesem seltsamen Absol dabei, fühlte sich Sol alleine. Er wollte ein Abenteuer bestreiten, gemeinsam mit Freunden, um sich selber auf der Reise zu finden. Eine Zukunft zu entdecken, die sein werden sollte. Aber immerhin würde es an diesem Tag wieder Fortschritte geben. Oder Rückschritte. Je nachdem, was wirklich geschehen würde, wenn die Begegnung stattfand. Absol führte die Gruppe logischerweise an, da er den schnellsten Weg ans Ziel als einziger kannte. Die reine Art, wie er sich bewegte, war inzwischen eine völlig andere. Bei der ersten Begegnung mit ihm war das Absol verwundet und dies hatte sich auch gezeigt. Und wenn eher unfreiwillig. Heute hingegen schoss das Mon über die verschneiten Felsen, mit seinem weißen Fell nahezu unsichtbar für das Auge, nur zu entdecken durch die markante Sichel. Und dadurch, dass er seine Agilität nicht ganz ausspielen konnte, da seine beiden Begleiter keine derartigen Meister der Fortbewegung auf dem Berg waren. Trotzdem ging diese Reise deutlich schneller voran als der erste Spaziergang vor einigen Tagen. Und der gesamte Weg schien clear. Nirgends zeigte sich Omegons Krieger. Aber weshalb auch? Es schien zu naheliegend, dass dieser an der Spitze warten würde. Es war der eine Ort, an welchen seine Feinde gehen mussten, egal ob sie wollten oder nicht. Je höher die drei hinaufstiegen, desto düsterer schienen die Wolken zu werden. Und bald erreichten die Krieger jenen Punkt, an dem kein Weg mehr nach oben führen konnte. Die Wolken waren inzwischen ein Nebel für sie. So hoch waren sie bereits gestiegen. Und der einzige Weg, welcher noch nach oben ginge, wäre jener auf das Dach der Höhle, welche sich erstreckte. Hier sind wir. Hier lebt Meisterin Vulnona. Und hier wird auch der Krieger sein.
Ich schwöre bei Arceus, wenn er ihr etwas angetan hat, dann behüte ihn sein Omegon. Wir haben einen Plan, Absol. Egal, was genau da drin passiert, vergiss das nicht. Absol warf dem Vulpix einen Blick zu, der einerseits genervt, aber auch zustimmend war. Und anschließend traten sie ein. Ewiges Blau umfasste Wände und Böden. Alles war in Eis eingehüllt. Lediglich Lichtlöcher in den Wänden unterbrachen dieses ewige Muster. Die Höhle war groß, aber nicht riesig. Man konnte auf einen Blick alles hier herinnen erkennen. Und eine der hier erkennbaren Sachen war ein Wesen. Keine Frage wer. Absol hatte nicht gelogen, als er den Krieger Omegons beschrieben hatte. Beinahe bis zur Decke erhob sich ein Gewand aus purem Schwarz. Selbst die Sichtöffnung am Kopf fiel nicht aus diesem Muster. Beinahe war es so, als würden keine Augen von dort herabblicken. Doch Flamme spürte den Blick, welcher sich auf seinem Fell einbrannte. Willkommen. Ihr habt mich warten lassen. Dank dir selber dafür. Hättest du mich nicht so zugerichtet, hätte ich mich nicht erholen müssen. Dich haben sie also auch mitgeschleppt. Ich dachte, ihr beiden würdet die Spitze auch alleine erreichen können. Flamme, Sol. Woher kennst du uns? Wer unter Lord Omegon kämpft, kennt alles, was er wissen muss. Finsternis schien wie Rauch, um den schwarzen Umhang zu schwadern, doch durchzogen wurde diese von hellen Punkten. Langsam, doch stetig, vollendete sich so das Bild vom personifizierten Tod, welchen Absol bereits angekündigt hatte, als sich eine Sense bildete, scheinbar geschaffen aus Sternenlicht. Allein die Klinge dieser war in ihrer Länge dem Vulpix als Ganzem ähnlich. Und genau auf diesen richtete sie sich nun auch. Und so weiß ich von euren Bemühungen, von euren Idealen, Zielen, eurer Herkunft. Bist du hier, um damit anzugeben, wie viel du weißt? Was hast du mit der Meisterin getan? Du musst dich nicht um sie sorgen. Mir liegt nichts am Leid anderer. Lediglich hier konnte ich sie nicht bleiben lassen. Deshalb blieb mir wenig, als sie zu einem Zwangsumzug zu überreden. Hast du ihr etwas angetan? Nichts, was sie heute noch bemerken sollte. Nur genug, damit sie freiwillig abzog. Und wohin? Das kann ich dir nicht verraten. Sehend werde ich begleitet. Was genau ist dein Problem mit uns? Weshalb ist es dir so wichtig, dass wir scheitern? Weshalb willst du, dass unsere Heimat stirbt? Versprichst du dir eine Belohnung davon? Willst du deine Heimat verteidigen, obwohl ihre Existenz sich selber mit Blut befleckt, alleine durch ihren Gott? Zu Flammes großer Überraschung senkte sein Gegenüber die Sense, als er dies hörte. Du schätzt mich falsch ein. Ich stamme nicht aus Omegons Weltenbaum. Und so sehr wie ihr würde ich mir euren Erfolg wünschen. Dann lass uns doch weiter. Wenn du uns aufhältst, hilfst du nur Omegon, dem du ja angeblich nicht helfen willst. Bitte glaubt nicht, dass ich euch Böses will. Dass ich irgendjemandem Böses will. Ich stamme auch aus einer Welt, welche leidet, wenn Omegon siegt. Doch er rief mich. Er zeigte sich mir. Er zeigte mir seine Macht. Er zeigte mir, was ich sehen musste, um überzeugt zu werden. Flamme, Sol, ich halte euch nicht auf, damit ihr Omegon nicht bezwingen könnt. Ich tue es nur, da er mich darum bat, da er selber übervorsichtig ist. Doch er selber und auch ich, nach dem, was er mir zeigte, wissen, dass er keinen Grund hat. Dreht um! Du kämpfst gegen die Sage an, die die Rettung unserer Welten besagt, obwohl du selber in einer von ihnen lebst.
Jeder Satz, den du sprichst, zeigt dich als irrsinniger als der davor. Glaubst du wirklich, uns durch leeres Geschwafel zum Umdrehen zu bewegen? Ich kämpfe nur für diese eine Gegenleistung. Ich will das Glück möglichst vieler. Und so leid es mir tut, ich hätte selber gegen ihn gekämpft. Hätte ich nicht schon lange erkennen müssen, dass Omegon zu weit gekommen ist. Er versprach mir, dass meine Heimat überleben würde, dass er sie Teil seines Reiches werden lassen würde, sobald dieses einfiel. Wenn ich für ihn kämpfen würde, ist ein Angebot, in dem nur einer gewinnt, und das bin ich und der Rest meiner Welt. Denn es ist egal, was ihr tut. Ihr wollt einen Gott stürzen. Es ist nicht mehr möglich. All die Kraft, all seine Pläne, all seine Anhänger. Der Punkt ist lange erreicht, an dem Omegon nicht mehr scheitern kann. Alles, was ich tue, ist meinem Heim ein Leben nach dem Imperium zu garantieren. Selbst wenn alles, was du gerade sagst, wahr ist, ändert das nichts. Du bist pessimistisch und naiv. Glaubst du wirklich, Omegon würde so ein Versprechen einhalten? Sein Wort ist seine größte Macht und die Sterne sein Element. Und er gab mir sein Wort im Angesicht der Sterne, so wie ich ihm meins. Omegon könnte sich nicht leisten, mich zu verraten, denn was ihn stark macht, würde brechen und ihn verachten. Deswegen bitte ich euch, kehrt um. Ihr kämpft einen Krieg, in welchem jeder Schritt nach vorne mehr Leid mit sich bringt und das Ziel weiter in die Ferne rückt. Genießt das Leben, das ihr habt. Und genießt, dass es Dinge gibt, die nicht einmal das Schicksal noch ändern kann. Und wir sollen einfach zurückbleiben, aufgeben und auf den Tod warten, damit du noch deinen Anteil bekommst. Wir werden versuchen, unser Schicksal zu verändern, ob du es willst oder nicht. Ihr versteht mich nicht. Ich bitte euch nicht, den Kampf für mich zu beenden. Für irgendjemanden. Außer für euch selber. Nur ihr leidet, wenn ihr reist. Das Schicksal zu verändern bringt euch nichts, wenn der Feind selbst stärker ist als dieses. Ihr wählt nicht zwischen dem Krieg und dem Tod. Ihr wählt zwischen einem Tod im Leid und einem Tod im Frieden. Du merkst selber, dass dieses Gespräch uns nirgendwo hinführt. Oder? Also, willst du nun kämpfen oder es bleiben lassen? Die Antwort folgte schnell. Doch in Flammes Augen gegen jegliche Erwartung. Ich wähle Zweiteres. Warum sollten wir kämpfen? Ein Kampf, in dem niemand wahrlich siegen kann. Mein Ziel ist es, euch aufzuhalten und zu tun, was dafür nötig ist. Dafür reicht es mir wohl, Nona fortgezwungen zu haben. Und euer Ziel ist es, eben sie zu finden. Und was gewinnt ihr dabei aus einem Duell gegen mich? Ich könnte euch ja nicht einmal sagen, wohin sie gegangen ist. Ich habe sie verscheucht und eigener Wege gehen lassen. Lord Omegon befahl mir zu tun, was nötig ist. Und wenn ich dabei um einen Kampf gegen euch herumkomme, dann wäre ich froh darüber. Aber solltet ihr euch entscheiden, voranzuschreiten, es eventuell schaffen, in Omegons eigenen Weltenbaum vordringen, entgegen jeder Erwartung, dann kann ich euch nicht garantieren, dass die Not nicht doch entsteht. Also dreht um. Solflamme, kehrt zurück in eure Heimat. Und Absol, was du tust, schert mich wenig. Nun denn, ich denke, ich habe euch alles mitgeteilt, das ich euch mitteilen wollte. Ich möchte euch nicht zwingen, meinen Worten zu folgen. Also tut es aus eigener Kraft. Somit lebt wohl, auf dass unser nächstes Treffen nie stattfinden muss. In einer Wolke aus Rauch verschwand der Bote Omegons. Seine Nachricht deutlich, doch tatsächlich ohne Kampf. Na super, und was jetzt? Also dieser Kerl will, dass wir zurück an unseren Weltenbaum reisen. Und du hast vor, dem zu gehorchen? Natürlich nicht.
Ich habe nur festgestellt. Also wir haben zwei Optionen. Wir suchen wohl Nona, die uns zu Lunala führen könnte, oder wir suchen eigenständig nach Lunala. Das ist keine Frage. Nicht? Hast du etwa noch vor, weiter mit uns abzuhängen? Obwohl wir das erlegt haben, worum es primär ging? Es ging mir um die Meisterin. Und sie ist nicht hier. Und ich gehe stark davon aus, dass es auch einfacher für uns wäre, wohl Nona selbst zu finden. Davon gehe ich auch aus. Denn ich habe bereits eine Idee, wo wir sie finden können. Wir müssen zum Canyon. Dort lebt nämlich Xatu. Er ist eine Art Weiser. Legenden besagen, dass er alles sieht, was in Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart geschieht. Aber da kann nicht viel dran sein. Zu Lunala kann er uns nämlich nicht führen. Aber vielleicht zur Meisterin. Also für mich klingt das nach einem Plan. Soll, hast du irgendeinen Einspruch oder sind wir uns mal einig? Kurz blieb das Fukano still. Aber er musste es ja nicht so sehr auf Streit anlegen. Nein, kein Einspruch. Der Canyon, sagst du, bring uns hin, Absol.